Befinden sich Medikamentenrückstände im Trinkwasser, ja oder nein? Dieser Geschichte ist muw-nachrichten.de nachgegangen. Wir wissen ja, es werden ja massenhaft Medikamente geschluckt. Die Frauen nehmen die Pille, Männer haben vielleicht auch ihre eigenen Pillen noch. Und allein durch das Urin werden Hormone und die ganzen Medikamentenrückstände schon mal ausgeschieden und kommen so in die Kläranlagen, und die Kläranlagen produzieren dann in der Regel daraus wieder unser Trinkwasser. So, schauen wir mal, was hier gesagt wird. Steigende Medikamentenrückstände im Wasser drohen Umwelt- und Gesundheitsgefahren. Auch diese Frage hat man sich schon 1970 gestellt, also vor über 50 Jahren. Vor über 50 Jahren. Die Entwicklung von Arzneimitteln ist für zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher ein Segen. Doch gibt es auch Schattenseiten. Die stabilen und hochreaktiven Substanzen scheidet der Körper teilweise aus und so landen sie über die Toilette im Abwasser und damit wieder im Wasserkreislauf. Ist das unbedenklich oder gehen davon Umwelt- und Gesundheitsgefahren aus? Die Entfernung dieser Chemikalien ist problematisch. Kläranlagen halten Arzneimittelrückstände größtenteils nicht zurück. So gelangen sie in verdünnter Form zurück in Flüsse und Seen oder als Klärschlamm auf die Felder. Rückstände von Medikamenten und deren Abbauprodukte sind heute flächendeckend in Oberflächengewässern, aber auch im Grundwasser und im Boden nachweisbar. In sehr niedrigen Dosen finden sie sich mittlerweile auch im Trinkwasser. Allerdings in so geringer Menge, dass nach dem heutigen Stand der Forschung in Klammern noch keine Gefahr für den Menschen besteht. Bei Tieren sind jedoch schon Effekte festzustellen und regen zum Umdenken an. Unfruchtbarkeit bei Fischen durch hormonelle Rückstände der Antibabypille oder Schädigung innerer Organe durch das so beliebte Schmerzmittel Diclofenac sind Beispiele dafür. Und ich habe jetzt die Tage sogar noch was ganz anderes gehört, was mich total geschockt hat. Wenn eine Frau die Babypille nimmt, dann kann der Mann dabei auch noch unfruchtbar werden. Also überlegt bitte, was ihr macht. Und ihr wisst ja auch, wenn man die Antibabypille nimmt, dass man sozusagen konstant schwanger ist. Das ist also eine vorgetäuschte Schwangerschaft für den Körper. Im Sinne des vorsorgenden Verbraucherschutzes empfiehlt der Verbraucherservice Bayern im KDFB e.V. in Klammern VSB, schwer abbaubare Arzneiwirkstoffe so wenig wie möglich in den Wasserkreislauf einzutragen. Irgendwann kommen die Wirkstoffe über den Wasserkreislauf wieder zurück zu uns, erklärt Marianne Wolf, Umweltexpertin beim VSB. Eine gesunde Lebensführung, Medikamentenkonsum nach Bedarf und die richtige Entsorgung von Arzneimitteln sind Maßnahmen, die das Wasser und damit auch unsere Gesundheit schützen. So Wolf. Alte Arzneimittel gehören keinesfalls in den Ausguss, sondern in den Restmüll. Einige Kommunen bieten auch eine Entsorgung über die Problemmüllsammlung an. Und ich muss ehrlich sagen, bringt es zur Apotheke. Was da nicht drin steht in diesem Artikel, je nachdem, wo man lebt, wird das gereinigte Wasser aus der Kläranlage wieder in den Wasserkreislauf zurückgeschickt. Und dann kann es also sein, dass das Trinkwasser, das ich, also mein Kaffee von letzter Woche Montag, eine Woche später wieder in meiner, nicht mein Kaffee, aber das Wasser, wieder in meinem Kaffee drin ist. Also es werden auch immer wieder, wird auch immer wieder Wasser, je nachdem wo man ist, aus der Kläranlage so aufbereitet und so gereinigt, dass man das wieder als Trinkwasser zur Verfügung stellt. Nur werden diese Rückstände von der Babypille etc. nicht herausgefiltert. Ich danke euch, wenn euch der Beitrag gefallen hat, Daumen hoch. Ich freue mich auch über Kommentare. Und natürlich gibt es für sowas auch Lösungen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Dankeschön und einen wunderschönen Tag. Ciao.